Ja, ich wollte gucken, wie... Oh, wir sind auf Seite 12. Das heißt, wir sind weit. Richtig? Hoffnung? Ja! Oh Gott! Mann! Ich habe doch gerade davon geprahlt, dass es total nicht erschreckend ist. Ja, ja, schon klar. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich könnte mich gerade da irgendwo verstecken. Sorry, wenn ich jetzt gerade wer nicht auf den Chat achten kann. Du solltest nicht da drauf, du sollst da drunter. Hi. Nein, 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 lass mich da durch, du Scheiße. Du solltest da durch, du scheiß Potsau. Mann! Wo bin ich? In einem Schrank. Was mache ich in einem Schrank? Oh, ich bin wieder hier. Fuck, ich hatte so schön den Weg gefunden. Ich wusste sogar, wo ich bin. Ja, ja. Jetzt muss ich wieder suchen erst. Hätte ich in die andere Richtung laufen sollen? Hi. Oh nein! Nein, 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 Hallo. I can still find my way to the mine. Schön für dich, wenn du erstmal aufstehen würdest. Hallo. Mann. Ich bin zurückgegangen.
Batman! Scheiß Arschgesicht! Wo ist er? Wo ist er? Ja klar, ich verdeck mich jetzt in der Latrine. Ich hatte so schön den Weg gefunden. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich bin, du scheiß dreckiges Arschgesicht. Ja komm, triff mich, finde mich, töte mich. Habe ich doch nur verdient. Vielleicht finde ich dann den Weg. Da ist er. Gefunden. Taschenlampe. Wie versteckt man sich denn nochmal da drunter? Ah, so. Ich hab Caps an. Na komm, öffne die Tür. Hast du bemerkt, dass ich hier drin bin? Hallo. Aloha. Ja, hi. Oh, die Tür ist gar nicht abgeschlossen, ich doofe Kuh. Das war knapp. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Also doch, ich weiß, wo ich hin muss, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß, wie es aussieht, wo ich hin muss, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ja, komm, töte mich. Tu mir den Gefallen und töte mich einfach. Ja, komm. Oh, war ich echt so nah? Oh, ich war so nah. Du willst mich doch echt verarschen. Jetzt mach, Blake. Und dafür bin ich dreimal im Kreis gelaufen. Na, Happy Birthday, er ist speichert. Kriege ich jetzt dafür eine Glühbirne? Ich weiß schon wieder nicht, wie es heißt. Wir dürfen nämlich wieder balancieren. Ja, unsere Lieblingsaufgabe. Ja, ja, ich weiß. Versuch mir doch mal zu folgen. Hoffentlich kracht es ein, wenn du da bist, du Arsch. Du siehst nicht gut aus, Junge. Gar nicht gut. Wo ist er nun? Au. Ja, komm, bring mich um. Spring, Blick! Nimm's mit. Dankeschön. Haben wir jetzt Ruhe vor ihm? Wir müssen da runter, richtig? Hi. Oh Junge, komm. Kein Interesse an Sterben. Nein, da nicht.
Ich habe kein Interesse am Sterben, Junge. Junge! Folgst du mir auch hier rein? Komm, mach alles das, was ich auch tue. We have you. The gospel isn't done yet. Ach nö, komm, ich bin nicht der Erlöser. Lass mich doch raus. Yes. Return him to the way of sorrows. Take him. He rises. We all will have our communion. Sind wir jetzt fertig? Ihr begrabt mich aber jetzt nicht lebendig. Oh. Das war ein Scherz! Ich kenne das Spiel jetzt nicht mehr. Ich habe nur nachgeguckt, wo ich ungefähr bin. Ihr begrabt mich nicht. Hallo? Nein, das Hobby Rumpelstilzchen kann mich ja nicht in Ruhe lassen, wie du siehst. Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich mir der Königin ihr Kind. Ich habe nur kein Kind, aber egal. Ich würde jetzt gerne... Ich habe ungefähr eine Stunde jetzt. Wenn ich mich noch mehr bewege, aufrege, wie auch immer, dann habe ich weniger Zeit. Ja, ich gucke solche Sendungen mit Dokus oder so, wo sowas gesagt wird. Habe ich zumindest mal. Habe ich jetzt Ewigkeiten nicht mehr geguckt. Irgendeine vernünftige Doku. Können wir nicht einfach die Laterne mitnehmen? Dann können wir endlich mal was sehen. Vielen Dank. Oh, wir kommen in die heiße Phase. Wenn wir schon zwei Batterien kriegen, dann kommen wir in die heiße Phase. Ich muss mich jetzt nur orientieren. Wir sind in einem fucking Wald. Ich kann mich nicht orientieren. Wo ich hin muss. Au. Bitte, was? Ah, Jungs. Wir müssen irgendwo hoch. Oh, Jungs. Lass mich los. Ich hab nichts für euch. Ja, komm. Stich mich ab. Stich mich ab. Komm, dann mach ich's nochmal. Voll ins Gesicht. Junge, echt. Hast du's dann bald? Wer möchte auch ins Gesicht... Oh. Nein, besser nicht. Wer möchte auch ins Gesicht gekotzt werden, wollte ich jetzt fragen. Aber jetzt habe ich wieder Bilder im Kopf, die keiner braucht. Da liegt einer. Und da ist eine Notiz, also ist es richtig. Dies hier ist mein Bruder, gebrochen und getötet von Tyrannen Lyot und seinem Reittier. Ah, der kleine Rumpelstilzchen ist also... Okay. Gar nicht der, der uns abgeleckt hat. Und sein Reittier heißt Nick, okay. Weil seine fehlenden Finger ihn Wein vergießen ließen. Es war ein schreckliches Unrecht und ich hoffe, ein gnädiger Gott wird ihn besser behandeln. Okay. Aber das erklärt immer noch nicht, wo ich hin muss. Bitte sag mir doch jemand, wo ich hin muss. Ich weiß es nicht.
weiß es wirklich nicht. Da sind wir ja die untoten Toten. Wahrscheinlich, ja. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, ich sehe jetzt erst, wo ich hin muss. Tschüss. Tschüss, ihr Arschgeigen. Oh nein, wir dürfen das Evangelium wohl vorlesen. Oh. Erstens, freut euch, oh ihr Beuligen, deren Haut schwillt und schmerzt, deren Glieder knacken und klagen. Euer Täufer kommt zu euch auf einem Esel in Form eines Mannes. Zweitens, dieser Täufer erscheint wie ein Kind in jener Hinsicht bis auf sein Glied und ist... Kopfkino. Kopfkino. Wie Männer sich gerne im Spiegel sehen. Wer jetzt weiß, was ich meine? Entschuldigung an alle Männer. Und ist deshalb der Liebling des Propheten Sullivan Nott. Und Nott sprach zu Leid, das Wünschen zu... Wünschst du in deinem Elend. Und Leid sprach, ich wünsche zu sehen, was der neue Ezekiel sah. Und Nott sprach, dein Geist ist zu eng für die Breite der Nachricht des Herrn und würde beim Eindringen zerreißen. Du sollst nur deine eigene Erlösung erfahren. Und Leid sprach, wahrhaftig, ich glaube meines Vaters jedes Wort. Er ist also der Sohn, der behinderte Sohn von ihm. Ich schätze behindert, ich weiß es nicht. Und Nott ruft, Hosanna, du liebst mich, also seist du gesegnet und du wirst sehen, was du zu sehen wünschst. Und Leid sprach, werden wir ihn bald los dann? Und die Alte bitte? Bitte werden wir die Alte auch los. Ich habe nämlich auf beide keinen Bock mehr. Ich sehe die Himmel sich öffnen. Ich sehe Rauch im Himmel, eine Wolke aus Insekten, die einen Mann bringt, der ist voller Jahre, doch unbefleckt, wunderschön, schöner als jede Frau. Okay. Und ich sah und wusste, ich sah den Erlöser, der Beuligen von diesem Ezekiel gesprochen hat. Und Ezekiel sprach erneut zu Lyat, siehst du's, Lamm, heile die Kinder vor lauter... Nein, verfaulter Schwänze und verderbter Schöße. Und ich sah die vielen Kranken... Und die, die vom Teufel und ihren Geister geplagt werden, die von der Macht des Lamms Gottes geheilt werden sollen. Und ich, Leid, sah, wie er an das Kreuz gehangen und getötet wurde für jene, deren Lust ihnen Sünde brachte und deren Sünde ihnen Lust brachte. Und wie er da hängt, werde es reichlich Milch und Wein geben, doch... Jeder, der im Land verbleibt und Butter und Spirituosen habe. Und sie sollen die Herrlichkeit Leids verkünden, der sie zur Erlösung führt. Das wird immer so... Das ist so krank, Mann. Leute. Ich verstehe nicht so viel von Religion. Ich habe in der Bibel als einziges den Weltuntergang gelesen. Aber trotzdem... Und wenn er seinen Geist übergibt und sein vollkommenes Fleisch am Baum hängt, sollen sie ihm von seinen... Nein, gar nicht wahr. Ich habe auch die Erstehung der Erde gelesen. Das Einzige, was mich interessiert. vollkommen Fleisch am Baum hängt, sollen sie ihn von seinem Dorn befreien und mit der Hacke in der Erde begraben. Das haben wir gerade erledigt. Kommt noch mehr? Und die Beuligen werden sagen, wir sind müde und elend, denn unsere Herzen sind von Sünden verheert, also muss der herrliche Leid sie mit Zunge und Peitsche und Glied treiben, dass sie nicht vergeben. Es ist keine große Tat, einen Mann zu ermüden, doch wollt ihr selbst meinen Gott ermüden? Und sie sollen die Herrlichkeit Leids verkünden, der sie zur Erlösung führt. Und der beulige Christus soll auferstehen aus dem Grab, Krankheit überwinden und den Tod überwinden. Und jene Kranken sollen ihn Immanuel nennen. Ich bin nicht Immanuel. Lass die Finger von... Entschuldigung. Und der beulige Messias wird sprechen, dieses Mal Fleisch. Esst von ihm und seid geheilt. Willkommen im Kannibalismus, das wussten wir ja schon, aber ich werde nicht gegessen.
Wer von meinem Fleisch ist, dem sei das ewige Leben. Und sie sollen die Herrlichkeit Leids verkünden, der sie zur Erlösung führt. Nein?